Punkt 14 Uhr schloss sich am Freitag das Werkstor und die Arbeit ruhte. Rund 150 Angestellte sind beim Kabelhersteller Waskönig und Walter in Ramsloh in einen 60-minütigen Warnstreik getreten. Dazu aufgerufen hatte die IG Metall, nachdem alle drei Tarifverhandlungen für die 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustriebetriebe bislang keine Fortschritte brachten. Zu den Forderungen der Arbeitnehmer gehören 6,5% mehr Lohn sowie die unbefristete Übernahme der Ausgebildeten. Sollte die vierte Tarifrunde am 9. Mai ergebnislos bleiben, könnte es ab dem 4. Juni zu einem Vollstreik kommen. Bereits am frühen Morgen hatten Beschäftigte der Friseuter-Firma Leonie gestreikt.